Hallo zusammen, heute ist der 11.7. Zeit für ein neues Update. Naja, eigentlich nicht. Normalerweise wartet er ja 2 bis 4 Wochen mit. Aber es hat sich was getan. Und zwar ist Gothic endlich durch. Ja, was lange währt, währt endlich gut. Es gab da ja einige Probleme und so etwas längere Durststrecken. Was primär an den Bugs lag und den endlosen Toten, die ich gestorben bin. Aber das Projekt ist jetzt durch und ich finde, es ist allgemein auch recht gut gelungen. Ich hoffe, ihr habt auch dabei Spaß gehabt und jetzt ist nur noch Grimrock da, das abgeschlossen werden muss, was jedenfalls abzusehen ist. Aber ich bin dennoch schon an dem Geheimprojekt mit dabei. Ja, das Geheimprojekt, das habe ich schon im Feed einmal erwähnt und auch bei Twitter einmal ganz kurz. Aber das bleibt halt noch geheim. Ihr könnt ja fleißig weiterraten. Es ist auf jeden Fall schon sehr viel Arbeit reingesteckt worden. Ich bin jetzt bei 5 handgeschriebenen Seiten mit Hintergrundinformationen. Habe auch schon das Intro mit meiner Stimme synchronisiert und die erste Folge so halbwegs abgedreht. Aber das braucht alles sehr viel Zeit. Gerade die ersten Folgen, da ist recht viel mit Editieren und Nacheditieren und Nachsynchronisieren. Das wollte ich erstmal alles im Sack haben quasi und hochgeladen haben, bevor ich dann mit den eigentlichen Folgen anfange. Die werden dann später auch ein bisschen schneller kommen. Denn es bringt nichts, wenn ich jetzt die erste Folge hochgeladen hätte, dann würde es wieder 3 Tage dauern, bis die nächste kommt. Das wollte ich so nicht machen. Also geplant ist jetzt, das neue Hauptprojekt wird dann das Geheimprojekt sein. Das Geheim-Hauptprojekt hört sich auch wieder komisch an. Aber ja, ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Da wird halt meine größte Zeit investiert werden in das Projekt. Dann nebenbei wird Grimrock zu Ende geführt und Dwarf Fortress. Wobei Dwarf Fortress ja quasi ewig laufen wird, beziehungsweise so lange, bis das erste Fort untergeht. Danach geht eine 2. Staffel los. Und ab und an, wie immer, Planescape Torment. Aber halt sehr unregelmäßig. Andere Projekte werde ich jetzt auch erstmal nicht anfangen, denn ich bin schon ziemlich gut ausgelastet mit den Sachen, die jetzt so laufen. Ja, das war's dann und wir sehen uns in meinen Projekten wieder. Bye, bye.